das Mitte des 14. Jahrhunderts über die norddeutsche Küste hereinbricht, ist die verheerendste Sturmflut seit Menschengedenken. Und eines der rätselhaften Ereignisse der deutschen Geschichte. Eine ganze Region versinkt in der Tiefe, samt einer Stadt, Rungholt, die sagenhaft reich gewesen sein soll. Ein Atlantis der Nordsee. Immer wieder ist versucht worden, das versunkene Rungholt zu finden. Da gibt das Watt auf einmal seltsame Spuren frei. Und weit entfernt machen Forscher eine Entdeckung, die mit zur Lösung des Rätsels führt. Wetterexperten ermitteln, wie es zu der Todesflut kommen konnte. Mit alarmierendem Ergebnis. Alle Nachforschungen bestätigen, das sagenhafte Rungholt hat es tatsächlich gegeben. Doch woher kam der Reichtum? Und wo genau ist die Stadt zu suchen, die nach der Legende noch immer unversehrt auf dem Meeresgrund ruht? Nordfriesisches Wattenmeer vor der Westküste Schleswig-Holsteins. Ein Einheimischer ist auf etwas gestoßen, das sofort die Archäologen auf den Plan gerufen hat. Viel Zeit haben sie nicht mehr. Zwischen Ebbe und Flut bleiben ihnen nur 2 Stunden. Dann kehrt das Meer zurück. Tatsächlich finden sie Gegenstände aus dem Mittelalter. Offenbar aus der Zeit vor der großen Katastrophe. Jedes dieser Zeugnisse kann für die Archäologen zum wichtigen Hinweis bei ihrer Suche nach dem versunkenen Rungholt werden. Jetzt hoffen die Forscher, endlich von der legendären Stadt eine neue Spur entdeckt zu haben. In einer einzigen Nacht soll Rungholt untergegangen sein. Und nur mündlich gaben die Generationen noch eine Zeit lang weiter, was damals geschehen sein soll. Jahre sind seit der Katastrophe vergangen. Erst da nimmt sich ein Pastor in Nordfriesland vor, die alten Erzählungen zusammenzutragen und für die Nachwelt zu Papier zu bringen. Es ist eine dunkle Geschichte, die Pastor Anton Heimreich niederschreibt. Eine Geschichte, in der die reichen Bürger Rungholz der Sünde und dem Laste verfallen sind. Und an einem heiligen Feiertag die Sakramente entweihen. Danach sei Rungholz Pfarrer entsetzt und schwer gedemütigt in seine Kirche geflohen, so schreibt Pastor Anton Heimreich. Und dort habe der Pfarrer Gott inbrünstig um ein vernichtendes Strafgericht über die Bürger von Rungholt angefleht. O Herr, mach dir Sünde. Da sei das Meer aufgebraust und Rungholt sei in derselben Nacht untergegangen. Wo genau das gestrafte Rungholt gelegen haben soll, hat Heimreich nicht aufgeschrieben. Und Kartografen trugen damals die Lage an ganz unterschiedlichen Stellen auf der Insel Strand ein. Knapp 300 Jahre sollten vergehen, bis etwas geschah. Heute bin ich über Rungholt gefahren. Die Stadt ging unter vor 600 Jahren. So schlagen die Wellen da wild und empört. Ein Rungholt-Gedicht. Es gehört zum Schulunterricht und die Schüler müssen es auswendig lernen. Schon bald haben die Verse den Bauernjungen Andreas Busch in ihren Bann gezogen. Das Gedicht entführt Andreas in eine märchenhaft reiche Welt, die für ihn irgendwo da draußen gewesen sein muss. Händler und Reisende aus fernen Ländern füllen die Märkte und Gassen. Geld, Gold und Waren gibt es im Überfluss. Wie zur Blütezeit im alten Rom soll es damals zugegangen sein. Glamourös, exotisch, ausgelassen. Hier lebten die Menschen unbeschwert und jeder Tag in dieser Stadt war wie ein einziges Fest. Andreas? Hey Andreas, komm, wir müssen uns beeilen! Das traumhafte Rungholt lässt Andreas Busch Zeit seines Lebens nicht mehr los.
Jahre später zum wohlhabenden Landwirt geworden, spielt ihm der Zufall in die Hände, als er von merkwürdigen Spuren im Watt erfährt. Andreas, lass mal vor! Darauf hat Busch schon lange gewartet. Mit ihm beginnt in den 1920er Jahren die systematische Suche nach Rungholt. Also ich würde sagen, hier ist nichts. Mit der Leidenschaft eines Amateurarchäologen geht Andreas Busch dem Hinweis nach. Von Wie einst Schliemann an das sagenhafte Troja und seine Schätze glaubte, ist auch Busch von der Existenz und dem Reichtum Rungholz überzeugt. Und tatsächlich, südlich der Hallig-Südfang stößt er auf erste Siedlungsreste. Sie liegen ziemlich genau dort, wo im 17. Jahrhundert jemand auf einer Karte Rungholt eingezeichnet hatte. Führt ihn diese Spur zu der verschollenen Stadt, dem Traum seit seiner Kindheit? Der Stadt, die nach der Legende noch immer auf dem Meeresgrund ruht und von der man manchmal sogar die Glocken hören soll? Fern 50! Von nun an begibt sich Andreas Busch ins Watt, wann immer er kann. Das Rungholt-Fieber hat ihn fest im Griff. Sorgfältig kartografiert er mit Helfern seine Fundstellen rund um die Hallig-Südfall. Schwer zu sagen, ob das die ganzen Ausmaße der Warfen sind. Sie finden eine Reihe Brunnenringe, die das Watt freigegeben hat. Busch ist überzeugt, sie haben zu einer untergegangenen Siedlung gehört. Er weiß, in solchen Brunnen haben die Menschen im Mittelalter Regen als Trinkwasser gespeichert. Akribisch zeichnet er alles auf, dokumentiert jeden noch so unscheinbaren Fund. Doch was im Watt erhalten ist, entspricht nicht dem Bild von einer sagenhaft reichen Handelsstadt. Dann entdeckt er etwas Besonderes. Nicht weit entfernt ragt auf einmal eine Gruppe hölzerner Pfähle aus dem Watt, wie auf zwei schnurgeraden Linien. Es sind Überreste einer Schleuse, wie Busch schnell erkennt. Jetzt glaubt er fest, sein Rungholt gefunden zu haben. Hier hat für ihn der Hafen gelegen, Rungholts Tor für Handelsschiffe, die damals aus allen möglichen Ländern ihre Waren in die Stadt brachten. Doch so sehr er auch davon überzeugt ist, um es belegen zu können, müsste er noch Handfesteres finden. Beweise dafür, dass es wirklich Relikte von Rungholt sind. Dass hier tatsächlich in großem Stil Handel getrieben wurde. Dass Seeleute von weit her den Hafen anliefen. Aber Überreste von Schiffen sind nirgends zu entdecken. Trotzdem vermerkt Andreas Busch den Fundort als den gesuchten Haupthafen. Doch damit steht er vorerst alleine da. Niemand konnte mit Sicherheit sagen, ob das, was Andreas Busch in den 1920er Jahren gefunden hatte, Rungholt war. Denn niemand kannte einen unwiderlegbaren Beleg für seine Existenz. Der Ort kam nämlich in den mittelalterlichen Originalurkunden, soweit man sie kannte, nicht vor. Im Hamburger Staatsarchiv hat der Historiker Albert Panten jedoch etwas gefunden, das die Suche nach Rungholt auf neue Beine stellt. Dort ist er bei seinen Nachforschungen auf einen zunächst unscheinbaren Zettel gestoßen, datiert auf das Jahr 1345, die Zeit vor der Flutkatastrophe. Ein darauf notierter Vermerk gehört zu einem Testament und lautet: Tedo Bonison sowie Richter, Ratsleute und Geschworene aus der Edomsharde, Kirchspiel Rungholt. Der erste Beweis dafür, dass es Rungholt als Zentrum tatsächlich gegeben hat. Richter, Ratsleute waren im Mittelalter nämlich nur in wichtigen Zentren anzutreffen. Rungholt wird also mit größter Wahrscheinlichkeit der Hauptort dieses Bezirks gewesen sein. Aber die genaue Lage verrät auch der Zettel nicht. Siedlungsreste wurden südlich wie nördlich der Hallig-Südfall gefunden. Flugplatz Bremerhaven.
Der Archäologe Joachim Kühn setzt bei seiner Suche ein Vermessungsflugzeug mit hochauflösender Digitalfototechnik ein. Mit der Spezialkamera lassen sich beim Flug über das Gebiet der alten Insel Strand Spuren aus der Rungholt-Zeit einfangen, die das bloße Auge übersehen könnte. Für die Vermessungsflieger bedeutet dies eine ganz besondere Aufgabe. Den Auslösemechanismus der Kamera haben sie gemeinsam mit Kühn vorab auf die wichtigsten Ortspunkte im Watt programmiert. Wir überfliegen die Halligen Südfall und das umgrenzende Wattengebiet, in dem wir die Reste der untergegangenen Siedlung Rungholt vermuten. Die Sicht ist günstig. Nach und nach werden auf dem Kamerabildschirm die überflogenen Bodenstrukturen der Hallig sichtbar. Die hohe Auflösung ermöglicht eine äußerst detailgenaue Analyse. Heute sehen wir von den Dingen, die Andreas Busch entdeckt hat, wie nicht. Zum Teil sind sie erodiert durch die Nordsee. Zum Teil liegen aber Spuren des mittelalterlichen Rungholt noch unter den Sedimenten heute begraben. Dann, nahe der Insel Pellworm, tauchen unerwartet, sogar mit bloßem Auge zu erkennen, Brunnenringe und markante Landschaftsprofile auf. Ein Glücksfall. Alles, was wir hier unter uns sehen, Reste von Warften und von Gräben, sind alles Spuren, die aus dem Mittelalter stammen. Hier ist großflächig die mittelalterliche Landschaft durch die Nordsee wieder freigespült worden. Durch die Meeresbewegung ist das Watt ständig im Wandel. Um freigelegte Siedlungen zu erforschen, bleiben manchmal nur Tage. Das Forschungsschiff Orlando nimmt Kurs auf Pellworm. Dort haben die Luftbilder die meisten mittelalterlichen Spuren gezeigt. Die Gegend gehört zum Schutzgebiet Nationalpark Wattenmeer. Nur eine Sondergenehmigung erlaubt es den Männern, mit ihrem Forschungsunternehmen bis hierher vorzudringen. Wieder haben sie Glück. Die Brunnenringe stammen eindeutig aus einer mittelalterlichen Siedlung. Und sie finden noch mehr. Der Schlick hat alles über die großen Sturmfluten hinweg jahrhundertelang perfekt konserviert. Kleine Scherben werden zu Indizien für den Wahrheitsgehalt der Legende von einer versunkenen Welt. Und was sie verraten, liegt tatsächlich nicht allzu weit entfernt vom Kern der überlieferten Rungholt-Sagen. Dass hier mehr Wohlstand geherrscht hat, sieht man schon an dem zahlenmäßigen Verhältnis von Importfunden und einheimischer Keramik. Hier die Keramik aus dem Rungholt-Gebiet ist zu ungefähr 30% aus ferneren Ländern eingeführt worden und besteht eigentlich dann zu einem Rest nur aus einheimischer Ware. In welche Ferne Rungholts Verbindungen reichten, darüber hofft Kühnmeer durch einen besonderen Fund zu erfahren. Er wurde Ende des Zweiten Weltkrieges gemacht, blieb dann aber unbeachtet. Damals lebte eine Gräfin, Diana von Reventlow, allein auf der Hallig Südfall, wo Andreas Busch zur selben Zeit noch immer Rungholt nachforschte. Über die Jahre verfolgte sie neugierig seine Suche. Durch einen großen Zufall wird sie selbst ein Stück zur Erforschung Rungholts beitragen. In einer denkwürdigen Nacht treffen nahe ihrem Haus das Schicksal eines britischen Soldaten und die Geschichte Rungholts unversehens aufeinander. Abgeschossen über der Nordsee hat sich der Pilot ins Rungholt-Watt gerettet. Da findet er im Schlick eine merkwürdige kleine Flöte. Er beginnt, auf ihr vor sich hinzuspielen, nicht ahnend, dass die Flut bald kommen und seinen Zufluchtsort überspülen wird. Auf ihrer Hallig hat Gräfin Reventlow die seltsamen Töne aus dem Watt gehört und geht den Klängen nach. Da entdeckt sie verwundert den fremden nächtlichen Flötenspieler mit seinem seltsamen Instrument. Was machen Sie denn? Mitten in der Nacht hier draußen. I don't understand. My plane was shut down somewhere here and I got lost.
Was ist das für ein Instrument? Das kleine Instrument aus einer längst versunkenen Welt hat den Soldaten vor dem Ertrinken gerettet. Die Gräfin nimmt den Piloten einige Wochen auf und die fremdartige Flöte nennt sie fortan Rungholt-Ocarina. Denn das Instrument kann für sie nur aus der Zeit des sagenhaften Rungholt stammen. Rund 65 Jahre später. Joachim Kühn nimmt den Faden der Geschichte auf und sucht nach der Rungholt-Ocarina. Hier auf dem Dachboden des Nissenhaus-Museums in Husum soll sie seit vielen Jahren unbeachtet lagern. Der britische Soldat hatte sie zusammen mit einem Dankesbrief im Haus der Gräfin zurückgelassen. Danach verlor sich die Spur. Und tatsächlich, es ist die gesuchte Flöte. Sollte sie wirklich aus der Rungholt-Zeit stammen, könnte sie ein Beleg für Rungholts weitreichende Handelsbeziehungen und damit für die große Bedeutung der Stadt sein. Nach verschiedenen Merkmalen, nach der Tonbeschaffenheit, nach Bearbeitungsspuren lässt sich diese Ocarina eindeutig in das Mittelalter datieren. Wir kennen zwar kein vergleichbares Stück an der schleswig-holsteinischen Westküste, ist also eindeutig ein Stück, das über den Fernhandel in unser Gebiet gekommen ist. Doch was hat es mit dem legendären Reichtum Rungholts auf sich? Den Historiker Albert Panten haben seine Nachforschungen mittlerweile ins Stadtarchiv Kopenhagen geführt. In dänischen Steuererfassungsbüchern aus dem Mittelalter müssten stichhaltige Beweise zu finden sein. Denn damals war Nordfriesland Teil des dänischen Hoheitsgebiets und damit dem Dänenkönig tributpflichtig. Im sogenannten Erdbuch König Waldemars sind die Summen der Abgaben verzeichnet. Tatsächlich findet Albert Panten bei Einträgen aus dem Jahr 1231 Erstaunliches. Im Vergleich zu den Nachbarn führt der Rungholt-Bezirk doppelt so viel Steuern ab. Für den Dänenkönig ist nach den Aufzeichnungen Rungholt damit der gewinnbringendste Tributzahler jener Zeit. Rungholt war innerhalb der friesischen Inselwelt also wirklich eine Art reiches Atlantis der Nordsee. Der Handelsplatz am Hafen sicherte rege Geschäfte. Lange fragen sich die Forscher, mit dem Verkauf welcher Waren Rungholt so viel Geld verdienen konnte. Bodenuntersuchungen im Watt führen schließlich auf die Spur. Gerade im Norden der alten Insel Strand treten immer wieder tiefe Furchen landwirtschaftlicher Bearbeitung zutage. Schon nach wenigen Spatenstichen kommt Torf unter der Oberfläche hervor. Im Mittelalter muss er hier großflächig abgebaut worden sein. Torf diente als Heizmaterial, doch davon wurde man nicht reich. Dieser Torf aber war ein besonderer Stoff. Geologen haben herausgefunden, warum. Vor über 1000 Jahren war die Nordsee in diese Landschaft eingebrochen. Meerwasser hatte die alten Moorflächen überspült und sie bei jeder Flut mit Salz angereichert. Aus gewöhnlichem Torf wurde Salztorf. Und Salz war begehrt. Schnell entwickelt sich Salz zum Wirtschaftsfaktor und löst einen Boom aus. In großen Mengen liefern die Bauern ihren zu salzhaltiger Asche verbrannten Torf in gepressten Blöcken an die Siedereien. Immer wieder werden diese Ascheblöcke über eine Trichtervorrichtung mit Meerwasser begossen. So lange, bis das Salz herausgespült ist. Erst wenn ein rohes Ei oben schwimmt, ist der Sättigungsgrad der Lösung hoch genug und die Lake bereit für den Siedevorgang. Lange muss die Flüssigkeit in Eisenpfannen kochen, bis das Wasser verdunstet. 25 Kilo weißes Gold aus einer Tonne Torf ist die lukrative Ausbeute. Weil durch Salz Lebensmittel auch in großen Mengen für längere Zeit haltbar gemacht werden können,
ist es so begehrt und wird der Schlüssel zum Reichtum der Stadt und der Bürger von Romhold. Ganze 100 Gramm Salz pro Kilogramm Fleisch sind für das Konservieren erforderlich. Bald werden pro Kopf bis zu 20 Pfund Salz im Jahr verbraucht. Das Salz bringt nicht nur wahre Münzen, es ist selbst auch Tauschwährung für Güter aller Art. Weit über die Grenzen Nordfrieslands hinaus ist der kostbare Stoff gefragt. Daher kann Romhold mit seinem Hafen zum zentralen Umschlagplatz und Hauptort des Bezirks aufsteigen. Hier sitzen die Vertreter der Kaufmannsgilde. Hier werden Verträge geschlossen, Schiffdurchfahrtsrechte erteilt, alle wichtigen Vereinbarungen mit dem Bezirkssiegel gezeichnet. Doch plötzlich, nach 150 Jahren Blütezeit, ist alles vorbei. Angeblich in einer einzigen Nacht. Dem reichen Romhold macht die gewaltige Sturmflut ein Ende. Aber wie es genau zur großen Mann-Tränke, den großen Menschenertrinken, kommen konnte, das wusste die Forschung lange nicht. Seewetteramt Hamburg, die Schaltstelle der heutigen Sturmflutüberwachung. Erstmals ist ein Forscherteam dabei, mehr über den Ablauf der verheerenden Sturmflut herauszufinden. Was damals passiert ist, wollen sie mit Hilfe historischer Daten ermitteln. Auch um Schlüsse auf heutige Gefahren ziehen zu können. Eine Gesamtübersicht zeigt zunächst, wie viel Land durch Meereseinbrüche vom Mittelalter bis heute verloren ging. Der Geologe Dirk Meyer hat für Nordfriesland einen Flächenschwund von 20% errechnet. Nach der gewaltigen Flut im Jahr 1362 waren von der Insel Strand nur noch 3/4 übrig. Alles andere versank und wurde zum Wattenmeer. 1362 sind die größten Landverluste zu verzeichnen. Es hat sich danach die hufeisenförmige Insel Strand ausgebildet. Im Gebiet des Romholdbads, da wo wir Romhold vermuten, sind große Bereiche des Landes untergegangen. Schon vor der großen Sturmflut kam es in der Region zu ungewöhnlichen Ereignissen, notiert Pastor Anton Heimreich 300 Jahre später in seine nordfriesische Chronik. Dass eine große Menge Regenwasser in dem friesischen Gebiet gefallen, davon das Korn ertrunken und verdorben war und daher viele tausend Menschen Hungers starben. In ganz Europa häufen sich für diese Zeit historische Berichte über extreme Witterungsverhältnisse. Warum? Dafür hoffen Forscher 1000 Kilometer südlich die Erklärung zu finden, in den österreichischen Alpen. Hoch oben auf 2500 Metern liegt unter einem Gletscher die Spannagelhöhle. In ihr könnte ein seltener Tropfstein wertvolle Informationen in sich bergen. Zehn Kilometer geht es tief ins Innere des Gletschers. Durch unwegsame Abschnitte, eng und nicht ungefährlich. Irgendwo hier unten soll er sein, der Tropfstein aus dem Mittelalter. Endlich eine Stelle, die vielversprechend aussieht. Der Geologe Professor Christoph Spüttel von der Universität Innsbruck inspiziert die Gesteinsformation. Das ist echt interessant, das da. Das ist alles voll versintert da. Ja, da haben wir jetzt einen aktiven Stalaktiten. Aus der Ablagerung von Schmelzwasser entstanden, haben Tropfsteine die Klimainformationen der Vergangenheit gespeichert. Doch nach der Prüfung durch den Experten stellt sich heraus, dieses Gestein stammt nicht aus der gesuchten Zeitspanne des Mittelalters. Die Forscher müssen noch tiefer in die Höhle vordringen. Vor wenigen Jahren machte Christoph Spüttel hier bereits einen sensationellen Stalagmitenfund. Er gab Aufschluss über die Klimadaten bis zurück ins Altertum. 500.000 Jahre alte Tropfsteine hat der Geologe hier schon gefunden. Stunden sind vergangen, da entdeckt er endlich den gesuchten Kandidaten aus dem Mittelalter.
Ob der Tropfstein wirklich die Informationen aus der Zeit der großen Sturmflut liefern wird, lässt sich jetzt noch nicht erkennen. Das kann erst die Analyse im Labor zeigen. Behutsam wird eine kleine Probe entnommen. Forschungsstelle Umweltphysik und Radiometrie an der Universität Heidelberg. Hier rekonstruieren Professor Augusto Mangini und Dr. Nicole Vollweiler aus Stalagmiten die historischen Klimaverläufe. Jetzt hoffen sie, dass die Probe aus den Hochalpen Fakten über den Klimawandel im Mittelalter preisgibt. Nachdem das Tropfsteinstück gereinigt ist, wird es mit Säure in seine winzigen Bestandteile aufgelöst. Jetzt soll mit dem Massenspektrometer die genaue Zusammensetzung der Teilchen ermittelt werden, um daraus das Alter des Gesteins und die klimarelevanten Daten jener Zeit feststellen zu können. Es gelingt den Experten, die Informationen zu entschlüsseln und in eine Klimakurve umzusetzen. Der Tropfstein aus der Alpenhöhle hat den Wissenschaftlern die Botschaft vom Wetter im Mittelalter überbracht. Tatsächlich gab es extreme Klimaschwankungen. Nach einer langen Wärmephase folgte im 14. Jahrhundert ein tiefer Einbruch mit auch im Sommer sehr niedrigen Temperaturen. Den Experten ist klar, bei einer solchen klimatischen Übergangslage kann es zu starken Unwettern kommen. In Norddeutschland erleben die Menschen eine Katastrophe nach der anderen. Unaufhörliche Regenfälle vernichten die Ernten. Teuerungen, Hungersnöte und tödliche Seuchenfolgen. Die Pest überzieht das Land und löscht allein in Schleswig-Holstein die Hälfte der Bevölkerung aus. An die Instandhaltung der Deiche denkt in dieser Krise niemand. Der Verdacht liegt nahe, dass auch die verheerende Sturmflut und der Untergang Rungholz mit den Folgen des extremen Klimawandels zu tun haben. Für ihre Ermittlungen ziehen die Experten jetzt Daten von anderen Sturmfluten heran, die bisher erforscht wurden. Der Verlauf der Tiefdruckgebiete, die Orkanstärke und der Zeitpunkt der einsetzenden Flut können ihnen die entscheidenden Vergleichswerte liefern. Der 16. Januar 1362 war der Tag der Katastrophe. Aus dem Datum errechnet der Ozeanograph die zugehörige Mondphase. Sie liefert den Schlüssel für die Uhrzeit des Gezeitenwechsels, die Stunde also der damals eintretenden Flut. Das sind ungefähr 11 bis 12 Stunden. Und am Ende kommen wir dann auf den Hochwassertermin um 17 Uhr. Das heißt, wenn man sich jetzt mal überlegt, diese Katastrophe, wie sie sich abgespielt haben könnte, dass es dann vielleicht sogar schon gegen 15 Uhr für die Leute sehr bedrohlich wurde. Und in der folgenden Nacht erhob sich ein ungestümer Wind und ein solches Wasser, dass es 4 Ellen hoch über die Deiche stieg, heißt es in der nordfriesischen Chronik. Wie hoch das Wasser stieg, ist in der Beschreibung der damaligen Jahrhundertflut eine wichtige Information für die Forscher. 2,40 Meter höher als die Deichkrone wäre die Flutwelle der Nordsee damit gewesen. Wie hoch aber die Schutzwelle waren, geht aus dem Text nicht hervor. Eine Geländevermessung soll darüber Klarheit bringen. Der Geologe Dirk Meyer hat in der Landschaft um Eiderstedt einen mittelalterlichen Deich ausgemacht, an dessen Höhe sich seit damals nichts geändert hat. Der Deich schützte die Häuser auf der zugehörigen Warft ganz in der Nähe. Den Menschen blieb nur noch die Hoffnung, dass das Wasser nicht bis nach oben zu ihren Häusern anstieg, wenn der Deich dem Meer nicht standhielt. Die Messungen machen klar, der mittelalterliche Deich war nicht mehr als rund 2 Meter hoch und die Warft mit den Häusern lag nur um einen einzigen Meter höher. Im Seewetter am Tamburg schließen die Messergebnisse die historische Überlieferungslücke. Um das ganze Ausmaß der Flut herauszufinden, müssen die Forscher nur noch den Meeresspiegel von damals einrechnen, der niedriger war als heute. 1 Meter unter dem heutigen normalen Null sich befand. Dann kann man im Ergebnis sagen, wenn die Warftoberkante erreicht worden ist, dann haben wir es mit einer sehr schweren Sturmflut zu tun. Also das ist ganz außergewöhnliche Wasserstände für damalige Zeiten.
Wenn es ein solches Großereignis war, das Rungholt vernichtet hat, dann müsste es weiträumige Zusammenhänge der Katastrophe gegeben haben. In Datenbanken zur Wetter- und Klimageschichte macht der Meteorologe Wolfgang Seifert die Entdeckung. Vor der Flut an der deutschen Küste wüteten bereits schwere Stürme im westlichen Teil der Nordsee, bei England. Und es muss eine Südwestorkanlage vorweggelaufen sein, was wir hier auf der Karte sehen, dass da ein Tag vorher ein Sturm gewesen ist, der ja mit dem Rungholtsturm irgendwo in Zusammenhang stehen muss. Die Jahrhundertflut war also Teil eines gigantischen Wettergeschehens, das auch an Englands Ostküste die Stadt Dunwich in die Tiefe gerissen haben könnte. Die Information kommt von dem Heimatforscher George Spence. So oft Wind und Strömung es erlauben, forschen Spence und sein Team den Spuren des versunkenen Dunwich nach. Hier, wo jetzt nur noch das Meer ist, stand einst die Stadt, 200 Meter von der heutigen Steilküste entfernt. Das Sonar zeigt den Männern feste Strukturen am Meeresboden an. Seit langem schon vermuten sie an dieser Stelle eine Kirche. Ob der Tauchgang ein Erfolg wird, hängt von den Sichtverhältnissen unter Wasser ab. Oft schon hat der aufgewühlte Untergrund den Männern ihr Vorhaben verhagelt. Heute aber haben sie Glück. Auf dem Meeresgrund liegen Steinfragmente, die ihre Vermutung zu bestätigen scheinen. Ein Gegenstand von ungewöhnlicher Form weckt ihr besonderes Interesse. Um was es sich dabei handelt, kann vielleicht George Spence herausfinden. Spence meint, in dem Fragment ein Stück aus dem Inventar einer Kirche zu erkennen. Und er vermutet sogar etwas ganz Bestimmtes. Dieses Stück könnte sehr gut der Rand eines Weihwasserbeckens gewesen sein. In einer der seltenen mittelalterlichen Ruinen nahe des heutigen Dunwich hat George Spence die Gebäudestrukturen mit dem verglichen, was er unter Wasser entdeckt hat. Und er hat Übereinstimmungen gefunden. Ich meine, dass Dunwich damals im großen Sturm von 1362 überflutet wurde, die Menschen ihren Besitz aufgeben und den Ort verlassen mussten. Das ist auch der Grund dafür, dass wir intakte Strukturen unter Wasser finden. Ganze Räume, Türeingänge. Einer, der helfen könnte, das Rätsel zu lösen, ist der englische Klimahistoriker John Kingdon. Für sein großes Werk zu 10.000 Jahren Klimageschichte sammelt er jedes Detail zu früheren Wetter- und Wetterschadensereignissen. Auch er findet in alten Überlieferungen für den 15. und 16. Januar des Jahres 1362 Hinweise auf eine außergewöhnliche Großwetterlage. So außergewöhnlich, dass es hier, nach seiner Erkenntnis, nie zuvor Vergleichbares gegeben hat. Am 15. und 16. Januar 1362 ereignete sich der größte Sturm, der England je getroffen hat. Der Wind erreichte Orkanstärke, viele Gebäude wurden zerstört. Auch an der Küste von Dunwich gab es große Verwüstungen, viele Menschen starben. Von Dunwich bis nach Rungholt sind es 270 Seemeilen. Der folgenschwere Orkan muss sich mit unverminderter Zerstörungskraft nach Osten voranbewegt haben. Eine wichtige letzte Information für die Experten im Seewetteramt bei ihren Ermittlungen zur Rungholt-Katastrophe. Jetzt können Fluthöhe, Richtung und Stärke des Orkans und der zeitliche Verlauf des Tiefdruckgebiets rekonstruiert werden. Die Sturmflut bekommt ihren Steckbrief. Gleich lässt sich herausfinden, ob Rungholt wirklich in einer einzigen Nacht untergegangen ist, wie es die Forscher der Legende entnommen haben. Der Sturm beginnt seinen vernichtenden Weg am 14. Januar über England, zieht weiter Richtung Jütland, dreht und trifft Nordfriesland am 15. nachmittags. Am 16. Januar 1362 erreicht der Sturm Orkanstärke und wütet mit unverminderter Wucht weiter bis zum Abend des 17. Dieses Tief hat einen sehr schweren Nordweststurm mit Orkanböen erzeugt, der über verschiedene Hochwassertermine auf Rungholt und Nordfriesland gewirkt hat.
Und das hat zu dieser Katastrophe geführt. Das Wasser lief gar nicht mehr richtig ab, sondern es ist immer wieder neu mit jeder neuen Hochwasserterminierung in diese in nordfriesische Gegend reingedrückt worden. Trotz Ebbe peitscht das Meer stundenlang weiter gegen die Dächer. Den Menschen in Rungholt muss schon früh am Nachmittag klar gewesen sein, das ist keine normale Sturmflut. Von den ungewöhnlichen Vorzeichen alarmiert, bringen die Bewohner ihr Hab und Gut auf die sicheren Warften. Als dann die Gezeiten auf Flut wechseln, können die Schutzwälle dem wachsenden Wasserdruck nicht mehr standhalten. Jetzt bahnen sich die Wassermassen ungehindert ihren Weg. Hinter den Deichen wird das Marschland in kurzer Zeit überflutet. Doch dass es zum Schlimmsten kommen wird, ahnen die Menschen zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Denn heftige Stürme und auch Landüberflutungen kennen die Rungholter aus Erfahrung. Aber bisher waren sie vor der tobenden Nordsee immer in ihren Häusern auf den 3 Meter hohen Siedlungshügeln in Sicherheit. Noch nie zuvor ist das Wasser zu ihnen bis in diese Höhe vorgedrungen. Jetzt können sie nichts anderes tun als abwarten und hoffen, dass der Sturm bald nachlässt. Doch im Januar 1362 ist alles anders. Weil das Wüten der Sturmflut nicht wie sonst nach 6 Stunden mit dem Gezeitenwechsel sein Ende hat, bauen sich Flutwellen auf, wie es sie hier noch nie gab. Die Flut steigt auf die für alle unfassbare Höhe von 3,20 Meter. Mit immenser Gewalt treibt der Orkan die Wellen auf der Insel sogar noch weit darüber hinaus. Schnell dringt das Meer bis zu den Häusern vor, in denen die Menschen auf ihren Dachböden den letzten Ausweg vor dem Ertrinken suchen. Und irgendwann gibt es kein Entrinnen mehr. Das Wasser erreicht selbst den höchsten Punkt. Auf eine solche Katastrophe sind die Rungholter genauso wenig vorbereitet wie die Bewohner der umliegenden Ortschaften. Die Grote Mandränke und der Untergang von Rungholt werden als Menetekel in die Geschichte eingehen. Mehr als 30 Ortschaften werden zerstört. Unzählige Menschen ertrinken. Wo einst Rungholt war, ist plötzlich nichts mehr. In der Insel Strand klafft fortan eine gewaltige Lücke. Nach dem Desaster von 1362 ist von ihrer ursprünglichen Fläche nur noch ein hufeisenförmiger Rest übrig. Doch trotz all ihrer Gewalt, die Sturmflut kann nicht die einzige Ursache für das völlige Verschwinden von Rungholt sein. Im Watt sucht Hans-Joachim Kühn nach Erklärungen. Was er unter der Oberfläche des abgesenkten Bodens zunächst entdeckt, sind die Zeichen großer Sturmflut, abgelagert als einzelne Sedimentschichten, die ihm wertvolle Hinweise geben. Für den Archäologen vervollständigen sie das Bild einer früheren Landschaft, die von der Salztorfgewinnung gezeichnet ist. An dieser Stelle lässt sich archäologisch sehr schön belegen, wie die Menschen schon im Mittelalter großflächig in die Landschaft eingegriffen haben, die Landschaft zerstört haben, indem sie hier aus reinem Profitdenken den Salztorf abgegraben haben, um ihn zu wertvollen Salz zu verbrennen. Dabei aber nicht bedacht haben, dass die Landschaft dadurch niedriger gelegt wurde und so das Tor geöffnet wurde für die schweren Meereseinbrüche, die zu den Auswirkungen der einzelnen Sturmflutkatastrophen dann geführt haben. Doch auch das Phänomen der tiefer gelegten Landschaft kann Rungholts Totaluntergang nicht allein erklären. Warum verschwand gerade dieses Stück Land, die Nachbarregionen aber nicht? Hinweise finden sich tief unter der Wattoberfläche und führen weit zurück in die Vergangenheit. Mit dem Ende der letzten Eiszeit war das Gebiet der heutigen Nordseeküste nach dem Abschmelzen der Gletscher zu einer hügeligen Moränenlandschaft geworden. Die Täler füllten sich dann nach und nach über Jahrtausende schichtweise mit losen Meeressedimenten, die schließlich alles überdeckten. Für Rungholt ein unsicheres Fundament.
Die Rungholter siedelten, ohne es zu wissen, über einem tiefen eiszeitlichen Tal. Dadurch hatten sie natürlich den Zugang zur offenen See, der die Handelsverbindung ja es möglich machte. Sie hatten da aber auch einen Platz gewählt, der mit der Zeit sich abgesenkt hat. Diese Absenkung der Marschoberfläche wurde noch begünstigt durch den Deichbau, durch die Entwässerung der Landschaft, durch den Abbau von Torf natürlich auch. Und so wirkten eine Vielzahl von Faktoren zusammen, die diese Katastrophe vorbereitet haben. Hätten seine Bewohner Rungholt nicht auf Sand gebaut, wäre das zwar nicht die Rettung vor der großen Flut gewesen, aber der Ort wäre nicht völlig untergegangen und wohl nicht zur Legende geworden. Nachdem die Wassermassen durch die Deiche gebrochen waren, zerrissen sie den lockeren Boden. Was dort stand, verschwand in der Tiefe. Es waren wirklich Überreste von Rungholt, die Andreas Busch als Erster entdeckt hatte. Mit den Jahren aber beobachtete er etwas Seltsames. Sein Fundareal geriet mehr und mehr unter Wasser, so als würde Rungholt zum zweiten Mal untergehen. Das Watt senkt sich ab, dachte er zunächst. Doch dann erkannte er, der Meeresspiegel steigt. Auch nur noch 40 Zentimeter. Was Busch entdeckte, war zeitweise schon im Mittelalter geschehen. Vor der großen Flut hatte die Klimaerwärmung den Meeresspiegel einen halben Meter nach oben getrieben. Friedhof Odenbühl auf Nordstrand. Hier liegt Andreas Busch begraben. Der Rungholt-Forscher starb 1972 mit 89 Jahren. Der steigende Meerespegel war für ihn zur wichtigsten Erkenntnis seiner Arbeit geworden. Auf der Rückseite seines Grabsteins hinterließ er der Nachwelt eine Mahnung. Eine Wasserstandskurve zeigt die Entwicklung des Meeresspiegels an. Der Enkel des Forschers, Dres Busch, löst regelmäßig das Versprechen an seinen Großvater ein, die Kurve im Fünfjahresrhythmus nach dem aktuellen Stand zu verlängern. Die neue Entwicklung sieht scheinbar beruhigend aus. Aber im Auf und Ab der letzten 100 Jahre ist der Pegel bereits um 40 Zentimeter gestiegen. Die Küstenbewohner müssen auch künftig mit der See um ihren Lebensraum ringen. Durch die Klimaerwärmung wird der Meeresspiegel weiter ansteigen. Künftigen Extremfluten werden die unbedeichten Halligen als Erste zum Opfer fallen. Die Geschichte der großen Sturmfluten geht weiter.